Stellt euch vor, der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam wäre so mit den Sündern umgegangen. Und das war eine Eigenschaft, die ihn ausgezeichnet hat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass er nicht den Leuten vorgespielt hat, ich bin der Wissende und ihr seid die Dümmsten. Er hat ihnen nicht vorgespielt, ich bin einer, der am besten rechtgeleitet ist, während ihr das irrgehendste Volk seid. Wäre er so gekommen, hätten die Leute ihn nicht so geliebt. Stattdessen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Dass Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist nur die Gunst von Allah azza wa jalla, durch seine Barmherzigkeit bist du mild mit ihnen umgegangen. Sanft, ja Rasulallah. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Und wärst du strengen Herzens gewesen, hättest du sie behandelt ohne Barmherzigkeit und du wärst streng mit ihnen umgegangen, so wären sie dir davon gelaufen, sagt Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Was für eine Ayah, die darauf hindeutet, dass wir dem Besten aller Menschen, dem besten Geschöpf folgen sollten in dieser Art und Weise, wie er alle Menschen behandelt hat. Es gibt Sünder, es gibt Sünder, das ist richtig. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً